Wir alle haben gestern natürlich gefeiert. Wir waren in Frankfurt. Wir sind zu Fuß, wenn Sie im Fernsehen gesehen haben, neben dem Bus hergerannt, der unsere Mannschaft vom Frankfurter Flughafen auf den Römer gebracht hat. Und auch von unserer Stelle. Wir haben von Anfang an daran geglaubt. Herzlichen Glückwunsch für alle, die es jetzt erst erfahren. Deutschland ist Vize-Weltmeister. Das ist das Programm in diesen Tagen, vor allem wenn Sie Oberbürgermeisterin sind oder so. Sich einfach, wenn irgendwo einer, der nach Spieler aussieht, mit daneben stellen und feiern lassen. Meine Damen und Herren, wir haben keine Zeit zu verlieren. Heute, Liebling des Monats. Wie hat sich dieses sensationelle Ergebnis Vize-Weltmeister auf die politische Lage ausgewirkt? Warum ist Gerhard Schröder heute Nachmittag zurückgetreten? Außerdem die Siegerehrung. Sensationelles Ergebnis bei unserem großen WM-Tipp. Das alles heute Punkt für Punkt. Wie immer, Helmut Zerlett and the Ronaldos. Band, meine Damen und Herren, und auch Helmut Zerlett, einer der immer wichtigeren Repräsentanten der Deutschland AG. Helmut Zerlett ist heute hier, und wenn er ein normaler Arbeitnehmer wäre, mit Lohnsteuerkarte und Diesel-Porsche, ja, hätte er sich heute krank gemeldet. Helmut ist hier, obwohl er eine Zahnoperation hatte. Er wollte sich Ronaldo-Zähne implantieren lassen zum Endspiel. Oder was war es genau, Helmut? Ich habe ja vor einer Weile 4 Implantate setzen lassen. Ja. Und da war ein Knochenaufbau, den ich nicht angenommen habe. Der sollte gestern wiederholt werden. Ja. Aber dann haben wir es aufgemacht und gemerkt, ich brauche gar keinen Knochenaufbau mehr. Es hat sich irgendwie schon so alles bestens verheilt. Und jetzt haben sie die Sachen offengelegt und wieder vernäht. Fantastisch. Ist dieser Eingriff jetzt beendet? Der Eingriff ist jetzt beendet, jetzt kann die Zahnärztin weitermachen. Ich muss nur noch ein bisschen kühlen, wenn es nicht stört, während der Arbeit jetzt. Entschuldige mal, wir alle wissen es zu schätzen, dass du heute überhaupt gekommen bist. Mit dieser geschwollenen Backe. Ja. Helmut Zerlett, ein Vorbild für die deutschen Arbeitnehmer, meine Damen und Herren zu Hause. Die Ich AG. Ja. Ja. Das ist die Ich AG und einer unserer treuesten Mitarbeiter, unser großartiger Schlagzeuger Monsieur Antoine Fillon, hat das Wochenende in Frankreich verbracht. Für ihn war das Endspiel, danke Sven, für ihn war das Endspiel uninteressant. Er hat eine Klosterschule durch seinen Heimatort geführt. Sie haben auch zum Teil bei ihm gewohnt. Und wie es so ist, der Flug wurde, glaube ich, gestrichen. Ja. Ja, der Flug wurde gestrichen, zurück von Bordeaux nach Frankfurt. Aber Helmut hat großartig die Band umgestellt. Das ist ja bei unserer Band wie bei einer Spitzenmannschaft. Man wechselt einfach die Position, weil in dieser Band im Grunde jeder spielen kann. Helmut. Du hast ein Libero. Libero, Jürgen. Und das ist Jürgen Dahm, meine Damen und Herren, unser großartiger normaler Keyboarder, der heute Abend Schlagzeug spielt. Schauen Sie das an. Ja. Wer ist der Kollege am Keyboard? Am Keyboard ist mein Freund Ivan Haller. Ivan Haller am Keyboard heute Abend. Herzlich willkommen, Ivan, und schönen Dank. Meine Damen und Herren, Vize-Weltmeister, wir haben gejubelt, wir haben gefeiert, wir waren begeistert, aber wir haben keine Zeit zu verlieren, denn es war im Grunde die Stunde Null auf einem großen, großen Weg. Wir haben es immer gewusst, wir haben es immer gesagt, wir haben es Ihnen nochmal bewiesen, bevor das Endspiel angepfiffen wurde. Jetzt können wir einen Schlussstrich ziehen. Jetzt ist Schluss mit diesen ganzen Diskussionen. Wo steht der deutsche Fußball? Können wir nur über den Kampf zum Spiel finden? Können wir da hinten reinstehen und dicht machen und auf Konter hoffen? Nein! Deutschland ist Vize-Weltmeister. Vergessen die dunklen Tage mit Berti, Sir Erich. Vergessen mit Lothar, den wir viele, viele sinnlose Turniere mitschleppen mussten, obwohl er schon 72 war. Ja. Eines ist klar, Deutschland hat jetzt nur noch 2 Ziele in den nächsten 4 Jahren. Das ist 2004 die Europameisterschaft in Portugal, Titelgewinn. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Absolut. Und natürlich 2006 die Weltmeisterschaft im eigenen Land sozusagen Pflicht. Und deshalb starten wir heute unser Projekt 04-06.
ab heute, meine Damen und Herren. Nur Projekt 0406, da gibt es auch ab morgen einen sogenannten Jingle dazu, eine kleine Titelmelodie. Helmut Zierlett konnte sie heute nicht komponieren, weil er die Kompositionshand braucht, um das Eis auf die Backe zu halten. Ja? Sonst hätte er mit seinem Beethoven-Füller das komponiert. Er wird es heute Nacht komponieren. Er legt dann den Kopf in den Kühlschrank und komponiert heute Nacht die Hymne. Projekt 0406, unabhängig von Politik, unabhängig von Regierung, unabhängig von Staatsform. Ab heute sind wir auch auf Wunsch des DFB die offizielle Medienbegleitung der deutschen Fußballnationalmannschaft auf dem Weg zu den nächsten zwei Titeln, an denen jetzt keiner mehr zweifeln kann. Nein, natürlich nicht. Es ist klar, wir haben alles. Wir haben den weltbesten Torhüter. Wir haben eine sensationelle Abwehr. Alles junge Spieler, 21, 22 Jahre, die teilweise noch durch neue Kräfte ergänzt werden. Wir haben ein Weltklasse-Mittelfeld, bei dem zum Beispiel ein Mann wie Deisler noch gar nicht dabei war. Wo wir uns ein bisschen schwer tun, sind Stürmer. Ja, das kommt aber. Wer? Es kommt ja. Es kommt. Ein Stürmer wird kommen. Aber, und für Sie zu Hause, unser Projekt 0406, wir zeigen das am Anfang gerne ein bisschen öfter. Ja. Denn das wird ein Projekt, das auch Deutschland nach vorne bringen kann. Denn wir sollten es nicht vergessen, unsere Politiker, hören Sie bitte genau hin. Jetzt heißt es, wir sind Weltmeister. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist Weltmeister. Wir sind nach wie vor Vize-Weltmeister, aber eigentlich Weltmeister der Herzen. Ja, klar. Oder? Eigentlich Weltmeister der Herzen. Wir sind nach wie vor ein Drittweltland am Abgrund als Staat. Die Wirtschaft dümpelt vor sich hin. Ja? Die Ich-AG muss gegründet werden. Jeder muss jetzt seine Ich-AG gründen. Und die große Frage ist doch, wie wirkt sich die Vize-Weltmeisterschaft unserer Fußballnationalmannschaft auf die Politik aus? Ja. König Rau nach Yokohama geflogen. Sein stellvertretender Vizekönig Schröder auch nach Yokohama geflogen. Warum? Weil sie nicht gewusst haben, dass man in der Halbzeitpause nur interviewt wird, wenn man auf dem Sony Center in Berlin steht. Ja? Dort kommt ja keiner ran. Das heißt, die Vize-Weltmeisterschaft bedeutet auch das Ende der traditionellen Parteienlandschaft in Deutschland. Absolut. Das ist völlig klar. So wie wir uns von dem alten Fußball verabschiedet haben, mit irgendwelchen Lodars, die 50 Jahre lang Ansprüche gestellt haben, oder wo es immer heißt, wenn der nicht spielt, können wir gar nicht fahren. Wenn einer weg ist, kommt einfach ein Junge, der es besser kann. Das heißt auch, wir brauchen keine politischen Parteien mehr, sondern wir brauchen die Deutschland mindestens Vize-Weltmeistermannschaft in der Politik. Das heißt, wir haben sie ja, die Jungs. Sie sind nur zum Teil in den falschen Parteien, ja? Oder sie sind zum Teil in der richtigen Partei, werden dort aber blockiert durch Platzhirschansprüche. Es ist alles wie im Fußball. Hier sind die Tauglichsten von unserem unbestechlichen Komitee ausgewählt, der deutschen Politik. Und wenn wir die jetzt ersetzen auf die einzelnen Positionen der Vize-Weltmeistermannschaft, dann haben wir die Superregierung, die uns sozusagen Spitzensteuersatz 2%, ja, 0,3% Arbeitslosigkeit und schönes Wetter rund um die Uhr in Deutschland garantieren. Das heißt, wenn wir hier haben, Olli Kahn, die absolute Nummer 1, unangetastet, beliebt bei Freund und Feind. Wer ist das in der Politik? Fischer. Natürlich, genau. Joschka Fischer. Absolut. Das heißt, Joschka Fischer hier gesetzt. Dann haben wir hinten zwei Abwehrspieler, die nicht zu den spielerisch ganz Starken gehören, aber verlässliche Bäume sind in einer Abwehr, an der jeder Gegner erstmal vorbeikommen muss. Das ist in der Politik etwa wer? Möllemann. Nein, Möllemann ist Matthäus, ist der deutsche Politik. Ja. Absolut. Überhaupt nicht mehr auf der Liste. Nein, mehr auf der Liste. An Ihnen kommt keiner vorbei. Das ist zum einen der knüppelharte Rechtsaußen Otto Schily. Ja? Und unspektakulär, wenig Glamour, sollte schon oft raus, aber er ist dann doch immer wieder einer, der die Notbremse zieht. Unser Hans Eichel. Das ist schon mal eine Abwehr, da kommt schon mal keiner vorbei. Nein. Zumindest keiner, der was Neues erfinden will oder so. Ja? Da heißt es einfach hier, Pass zeigen oder du zahlst erstmal 60%, bevor du überhaupt einen Schlüssel für eine Garage kriegst. So, jetzt geht es um das Mittelfeld. Das Mittelfeld muss auf der einen Seite hinten blocken können, auf der anderen Seite aber auch offensiv nach vorne gehen können. Ideal dafür eine überraschende Frau, die sich heute reingespielt hat, Katharina Reiche. Kennt man noch gar nicht, bin ich überzeugt. Ja, nee, aber es gab ja große Diskussionen um sie, ob sie jetzt richtig darf oder nur halb darf. Sie ist eine unverheiratete Mutter. Ja. Lebt aber trotzdem mit einem CDU-Abgeordneten aus dem Osten zusammen, was es alles gibt. Ja. Ja. Unglaublich, ja. Und sollte Familiensprecherin werden. Und hat auch zwei Kinder bald. Ja. Sie ist wieder schwanger?
Ja, sie ist wieder schwanger. Also ein Kind hat sie schon? Ein Kind hat sie schon und bald hat sie das zweite. Und weil man progressiv ist, weil man nach vorne denkt, weil man die Räume aufmachen will, wo es früher im Kopf eng war bei der CDU, ja, sagt man, nehmen wir doch Frau Reiche. Aber die alten Herren in der CDU die sagen, die religiösen Ayatollahs. Die religiösen, ja. Anwälte, bitte direkt an Herrn Andra. Nein. Yes. Hier außen. Hat Herr Geißler gesagt, hat Herr Geißler gesagt, hat Herr Geißler gesagt. Herr Geißler hat gesagt? Ja. Also, Herr Geißler ist aber nicht mehr nominiert. Nein. Wäre unter Berti noch nominiert werden, hat viel für die deutsche Fußballpolitik getan, aber ist jetzt einfach auch im selbsterkannten Ruhestand. Ja. So, hier, das ist ein Mann, der eigentlich die Generation Geißler verkörpert, aber aufgrund seiner Erfahrung 2421 Firmengründungen im Dienst des deutschen Volkes, Lothar Späth und der Chef der Abwehr, wer macht das? Das ist das Überraschende. Eine Frau. Ja, das Ausputzen. Ausputzen, ja, wer macht das? Ja, Frau Merkel dann. Das macht Frau Merkel, ja. Selbstverständlich. Denn Frau Merkel hat zum Beispiel ihre Position in der Spitze scheinbar aufgegeben. Scheinbar. Für den Olli Bierhoff der deutschen Politik, den wir gleich noch bringen werden. Ja? Weil sie weiß, er wird hier vorne verhungern, wenn sie von hinten nicht die Bälle hochbringt. Eben. Und die überraschenden Vorstöße. Die überraschenden Vorstöße. Und dann wird es heißen, er da vorne läuft nur rum und wartet, dass er angeschossen wird. Ja? Also im fußballischen Jargon. Nicht, dass wir heute wieder alles durcheinander bringen. Ja? So, das sieht eigentlich schon mal ziemlich stabil aus für den FC Deutschland. Jetzt brauchen wir einen Didi Hamer. Das heißt, einen überraschenden Spielmacher oder einen wahnsinnigen Wumm. Aber auch einen Zerstörer. Einen Zerstörer, auch zum Beispiel der eigenen Vorwärtsbewegung, wenn Rivaldo kommt. Ja? Durchaus mal in einen Zweikampf gehen, wo es nicht sein muss, meine Damen und Herren. Wer ist das? Toni. Wer? Toni. Koch? Roland Koch. Wir reden über Weltmeisterschaft und nicht über Eintracht Frankfurt. Roland Koch. Das zeigt, meine Damen und Herren, der Mann, der jetzt kommt, zeigt unsere ganze Erfahrenheit und unsere Kompetenz, unsere Berechtigung für das Projekt 0406. Ein Mann, der eine Abwehr organisieren kann, der überraschende Pässe spielen kann, der Tempo aus dem Spiel nehmen kann, der einen angeschlagenen Kandidaten im Grunde noch mal über eine Wahl bringen kann und der auch nicht murrt, wenn er des Feldes verwiesen wird, obwohl er überhaupt nicht den Gegner berührt hat. Genau. Sensationelle Sache von uns, Wolfgang Schäuble. Ja. Ja. Das ist eine Achse. Hier kann jeder sozusagen alles machen in diesem Feld. Jetzt kommen wir ins offensive Mittelfeld. Wer ist sozusagen der Künstler unter den, wer ist der Einzige von Weltformat? Ein Mann, der nicht mehr lange in Deutschland bleibt, weil er wahrscheinlich bald vom Ausland weggekauft wird? Gerhard. Selbstverständlich. Gerhard Schröder, unser Kanzler. Würde mich nicht wundern, wenn er bald irgendwo in Spanien ist. Ja. Oder bei AC, was? Perugia, Mailand? Ja, nein, das ist dieser eine, wo der Koreaner raus sollte. Perugia. Ja. So. Der kongeniale Gegenpart ist hier Edmund Stoiber. Klar. Zwei, ergänzen sich absolut optimal. Ergänzen sich, sind nicht unbedingt große Fans. Ja? Aber das muss nicht sein, das kann in einem Spiel kreativ. Schauen Sie sich das an, was hier, ich meine, das sind hier Traumkombinationen, das ist alles möglich. Wer sind die beiden Sturmspitzen? Wer sind Neuville und Klose? Neuville, wo man sagt, im Grunde kein Deutscher, aber weil er so gut ist, hat er einen Pass gekriegt. Da gibt es nur einen. Gregor Gysi. Klar. Ja? Und wir wollen ja nicht vergessen, auch Miroslav Klose wurde in Oppeln geboren, das heute Heimat unserer polnischen Freunde und Nachbarn ist. Ja. Das trifft auf den Nächsten nicht zu. Er ist eigentlich doch so eine Art Olli Bierhoff. Er sieht fantastisch aus. Genau. Er weiß, was er sich wert ist. Ja. Ja? Und er ist natürlich... Er hat schon Leute, die für ihn krätschen. Man kann nicht sagen, dass er selber die Dreckarbeit macht. Er muss noch lernen, hinzugehen, wo es richtig wehtut. Ja. Ja? Aber trotzdem ist er einer, der immer gut ist für einen Abstauber. Guido Westerwelle. In der Sturmspitze. Und ich stelle fest, na, es ist bei dem aktuellen Wahlrecht nicht möglich, dass diese Regierung zustande kommt. Gibt es nicht super große Koalitionen? Nee, eigentlich nicht, weil hier ist ja nun wirklich gar keine mehr in der Opposition. Nee. Ich meine, jetzt auch nicht, aber zumindest, wir brauchen ja zumindest einen. Vielleicht kann der Bundespräsident das Wahlgesetz noch ändern, das musste ja möglich sein. Ja. Denn das ist ein Team,
Da gibt es überhaupt keine einzige Schwachstelle. Nee. Und wenn ich denke, wen wir noch alles auf der Bank haben. Ein Mann wie Friedrich Merz sitzt ja nicht mal auf der Bank, der sitzt ja noch auf der Tribüne. Ja? Wenn der sich erstmal warm läuft, das wird der echte Hammer. Das ist unser Dream Team. Wir werden das im Rahmen des Projekts 04-06 hier weiter beobachten, wie sich das entwickelt. So, das hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Ergebnis unseres WM-Tipps. Die Einzelwertung in Kürze draußen auf unserem Feld. Jetzt kommen wir zuerst mal zur Wertung der Abteilung. Das ist ganz wichtig. So wie es eine Abwehr, ein Mittelfeld, einen Sturm gibt, gibt es bei uns natürlich verschiedene Abteilungen, die diese Sendung Tag für Tag auf die Beine stellen. Es sind insgesamt 13 Abteilungen und die erfolgreichste Abteilung mit 51,67 Punkten im Schnitt sind unsere drei Kollegen vom Licht. Herzlichen Glückwunsch! So würde es aussehen, wenn wir die Kollegen vom Licht nicht hätten. Ja. Ganz knapp dahinter die Kollegen der Bühne. Das sind Schreiner, Schlosser, Elektriker, Taschendiebe. Naja, so viele sind es auch nicht. Bitte? So viele sind es auch nicht. Ja, doch, es sind ja auch die ganzen Helfer, die sogenannten Stagehands. Ganz genau, ganz genau. Ja, das die sind, für unsere Sicherheit verantwortlich sind. Richtig, die sozusagen hier mit umbauen, die, wenn wir hier einen Kaufmannsladen aufgebaut haben oder so, das alles in eigene Werkstätten zimmern. Platz zwei, die großartigen Kollegen von der Bühne. Platz 3, sehr, sehr knapp dahinter unsere Band in der Gesamtwertung. Platz 4, alle Damen und Herren, Kamera, Bildtechnik, Matztechnik und so weiter zusammengefasst unter der Abteilung Bild. Das ist sehr, sehr knapp. Sehr knapp. 50 Punkte. Platz 5, die Abteilung Platz 5 hätte ich eigentlich weiter vorne vermutet, weil es sind alles Männer und alles Fußballfans. Ja, aber du weißt doch, dass die Frauen besser sind eigentlich im Fußballverstand. Ja, danke, Klaus-Achim Softi, für diesen Hinweis. War doch deine These, Franz. Ja, ich hab mich da rangeschmiert an die weibliche Mehrheit der Zuschauer. Ja, ich auch. Aber ich glaube es natürlich nicht wirklich. Ja. Ja. So. Aber es war so. Bei uns im Team war es dieses Jahr so. Naja, gut. Lass mich überraschen von der Gesamtwertung. Ja. Platz 6, die Damen und Herren, die ermöglichen, dass hier alles hinter den Kulissen reibungslos läuft. Das heißt, die Organisation des Ganzen, dass die Gäste bekommen, dass die Gäste dummerweise auch noch Hotel bezahlt bekommen und alles das, dass die Gäste mit großen Limousinen schnellstmöglich nach Ende der Sendung sicher ins Hotel zurückkommen. Die Kolleginnen und Kollegen von der Produktion. Platz 7, das ist interessant, es handelt sich um 4 Damen. Ja. Ja, die Abteilung Maske und Kostüm. 4 Damen, Platz 7. Platz 9, schon ziemlich abgeschlagen, die Abteilung, die Herr Antrag verantwortet, die Redaktion. Woran ohne mich wären die noch schlechter gewesen. Ich hab's doch noch rausgehauen. Du hast ja noch rausgehauen. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, also. War schon eine Kategorie dran, wo du dran bist? Die kommt noch. Jetzt kommt erstmal Platz 10, die Zuschauerbetreuung. Das sind die Damen und Herren, die sie draußen in Empfang nehmen, ihre Mäntel in Empfang nehmen. Dummerweise geben ja viele die Mäntel ab, wo sie hier im Studio gut brauchen könnten, oder? Bei diesen Temperaturen. Platz 11, sehr irritierend, das Archiv. Großartige Kolleginnen und Kollegen. 9 Damen und Herren, ja, eigentlich die ideale Mischung von männlich-weiblich und Fußballfans. Platz 11, da muss etwas schiefgelaufen sein in der Laktatwertemessung oder irgendwie so. Normalerweise sind die sehr viel weiter vorn. Platz 12. Das ist erklärlich, weil das sind, glaube ich, 3 Kollegen und einer davon hat gar nicht mehr mitgetippt nach Ende der Vorrunde, weil er desaströs abgeschlagen war. Die Kollegen vom Ton, sympathische Kollegen, aber absolute Loser und sie wären das absolut Letzte, wenn es nicht die letzte Abteilung gäbe. Platz 13, die Kolleginnen und Kollegen von der Abteilung Moderation.
So, welches Bier trinkst du heute? Ich trinke das Bier, was auch Olli direkt nach... Sag mal, Entschuldigung, nimmst du jetzt Sprachunterricht bei Klinsmann? Ich trinke das Bier, was? Okay, frag mich nochmal. Sag mal, Jürgen. Klinsi hat das Endspiel mit 6 Silben bestritten. Ich habe es genau gezählt in der Halbzeitkommentar. Das war toll und absolut. Also das muss man echt, also das muss man wirklich sagen. Ich würde mal wissen, ob Professor Jens für diesen Coach schon eine soziale Schicht kennt. Das muss man echt, also wo alle die hast dann und das war, also ich habe dann wo selber gespielt, das war super. Also, Klaus Achim, welches Bier trinkst du? Ich trinke das Bier, welches auch unser Weltklasse-Torhüter Olli Kahn direkt nach dem Spiel trank. Das hat er nach dem Spiel getrunken? Mhm. Wo hat er denn dann Bier getrunken? An allen Fotos mit Beckenbauer hat er so ein Bier in der Hand gehabt. Dann ja? Hat er. Du kennst dich das Foto? Nee, da hat. Hör mal. Bitburger Leiter. Jetzt hast du dich bekleckert. Den hast du heute frisch angezogen, den Pulli. Ja, klar. Ja, der geht nicht so einfach raus. Das hat mir Gisela vorhin gesagt. Bier geht ganz schwer raus. Ach so, Quatsch. Bier geht ganz schwer raus. Also Rotwein geht schwer raus. Aber Bier, das ist ein Klischee. Rotwein geht leicht raus. Salz drüber. Ich hab's Ihnen erzählt. Wenn bei mir zu Hause Salz umfällt, kipp ich Rotwein drüber. Ja. Wenn morgen Bundestagswahl wäre... Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? CDU, CSU 25,7%, SPD 25,7%, Grüne 12,8%, FDP 29,4%, PDS 6,4%. Relativ unspektakulär. Ja, FDP 30. Richtig, aber ansonsten in etwa das, was wir jeden Abend haben. So. Das Politbarometer im Juni 2002, Herr Andrack, Sie haben da Neuigkeiten für die Forschungsgruppe Wahlen? Im Schnitt haben wir dort für die CDU-CSU 23,6%, für die SPD 27,2%, für die Grünen 12,8%, für die FDP 29,2% und für die PDS 7,2%. Vielen Dank, Herr Andrack von der Forschungsgruppe Wahlen. Was bedeutet das nun, Gewinn und Verlust? Für die CDU-CSU ein Verlust von minus 0,7 Punkten, für die SPD ein von 0,7 plus. Die Grünen verlieren 1 Prozentpunkt, die FDP gewinnt 1,9 Punkte und die PDS verliert 0,9. Das heißt, eine interessante Wählerwanderung, auf die wir aber nicht weiter eingehen wollen, weil sie eh wurscht ist. Genau. So, nun haben wir auch der Wahlverlauf der Parteien. Ja, da wollte ich nicht drauf eingehen. Da wollte ich nicht drauf eingehen. Das ist ja dermaßen kompliziert, das gibt es überhaupt nicht. Ja, das hat ja auch nicht viel getan, oder? Ja, genau. Ja, sie lassen mal weg. So. Oh, jetzt wird es ja interessant. So wählte das Team der Harald-Schmidt-Show. 77% Wahlbeteiligung nur noch. Man fasst es nicht. Das war mal auch über 80? Ja, oder war über 80. Ja. Ja. Man glaubt es nicht. Wohlstandsgesellschaft. CDU, CSU 14,3%. SPD 42,9%. Grüne 26%. FDP 7,8%, PDS 9,1%. Das bedeutet in Gewinn und Verlust CDU, CSU gleich geblieben. SPD hat 3,6% gewonnen, die FDP hat 0,5 Punkte verloren und die PDS hat 2,8 Punkte verloren. Der Trend geht ganz im Gegensatz zum Publikum bei der FDP, bei uns im Team nach unten. Ja. Im Publikum nach oben stetig. Ja. Und die SPD fährt weiterhin fantastische Ergebnisse ein. Natürlich. Denn sie hat dafür gesorgt, dass wir Vize-Weltmeister werden. Genau. Und bringt jetzt, ja, muss man ja sagen, im Sommer noch unglaubliche Reformen auf den Weg. Was ich so gelesen habe. Ich? Ja, die Ich-AG. Das wird Wahnsinn, wenn wir erstmal alle die Ich-AG sind, meine Damen und Herren. Das frage ich gleich mal ins Klassenbuch ein. Heute im Tag 1 nach Gewinn der Vize-Weltmeisterschaft. Ist jemand krank? Xenia hat ihren Mutterschaftsurlaub angetreten. Ja, Xenia Urlaub. Und Antoine. Mutterschaftsurlaub. Mutterschaftsurlaub und Antoine Flug verpasst. Genau. Also Flugopfer. Ah, nein, Flug wurde gecancelt. Ja. Flug gecancelt. So. Sonst alle da? Alle sonst da. Vorkommnisse Deutschland Vize-Weltmeister.
und Projekt 0406, sensationeller Erfolg. Meine Gäste heute Abend, wieso haben wir heute eigentlich schon wieder keine Gäste? Ja, weil wir so viel zu tun haben. Ach so, stimmt. Wir sind immer so tolle Gäste und heute schon wieder keine da. Letzte Woche waren auch ein paar Mal keine da. Nein, nur einmal. Ich habe das erst hinterher gemerkt, als ich mir Sendung angeguckt habe. Ja, Herr von Papen wurde Liebling des Monats. Was? Ach nein, Achso, die Papen. Die Papen. Die Papen für den Liebling des Monats. So. Natürlich, sind ja Doppel-P. So, wer wird Liebling des Monats? Hier einer der Götter des musikalischen Universums von Herrn Andrack, Herr Gallagher von Oasis. Hat gesagt, Musiker über 30 liefern nur noch Scheiße, wörtlich, im Spiegel. Ja, Rolling Stones nur noch Dreck. Alles Dreck, er selber auch Dreck, aber ist wenigstens jünger. Ja. Und ihm fällt eigentlich auch nichts mehr ein. Und er hat nur die zweite Platte unter Kokain geschrieben, das ist wichtig. Bei der ersten war er besoffen, liebe Fans. Nicht das Jahr. Wer ist für Herrn Gallagher als Liebling des Monats? AG. Ich sag's mal noch zur Erinnerung. Lieblinge des Jahres waren zum Beispiel Susanne Starke und Rudolf Scharping. Verstehen Sie, der Liebling des Monats hat eine gewisse ironische Brechung. Aber warum nicht? Er ist einfach so beliebt. Und ist so bescheiden geblieben. Ja. Und ich habe gesehen bei Rudi Zerne, der gesagt hat, die Lufthansa-Maschine landet hinten auf Position 08-23F auf dem Frankfurter Flughafen. Die Lufthansa-Maschine hat auf dem Anflug auf den Frankfurter Flughafen einen Kreis über Hanau gedreht. Ehrlich? Ja. Wo Ruth jetzt Ehrenbürger ist. Also, ganz großer Favorit. Wir haben das übrigens nachgeprüft. Es gibt nicht nur einen Rudi Völler. Ne? Ja, es gibt, wir haben aber... Das ist richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir haben allein sechs Rudi Völlers gefunden. In Schleiden, zweimal in Schleiden. Einmal in Alsbach-Hähnlein, einmal in Hildesheim, in Wartenberg und in Wolframs-Eschenbach. Genau. Und das sind die Orte, wo die neuen Superstars der WM herkommen werden. Das sage ich dir schriftlich. Das ist so wie Diddelkopf-Blauheim oder so, wo Klose herkommt. Man weiß es ja noch nicht. Mitzell, da war ja vor 4 Jahren auch noch 17 Jahre alt. Eben. Also welcher 17-Jährige, ja, man weiß und es nicht. Wo hat er gespielt? Es wird mal Zeit, dass du dich mehr auf unsere Vize-Weltmeister einarbeitest. Wo hat Mitzell gespielt, bitte? In Münster zum Beispiel. Preuß Münster. Wie heißt sein Bruder? Metzelda. Wie heißt sie mit Vornamen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Jan Malte. Echt? Wie alt? Ich glaube 19. Oh. Ich habe ihn gestern gesehen in einem kurzen Porträt, als wir die 40 Stunden auf die Ankunft der deutschen Mannschaft gewartet haben. Und weil Poschmann ja nicht ein Gag am anderen reißen kann, haben sie ein Kurzporträt von, also wie Metzelda lebt und sein Bruder Jan Malte. Wer ist eigentlich Metzelda mit Vornamen? Mein Gott. Mein Gott, Metzelda? Christian. Wie heißt eigentlich Vize-Weltmeister Metzelder mit Christoph Vornamen? Oder Christian? Wie heißt er? Christoph Metzelder und Jan Malte. Genau, Jan Christoph. Malte. Ich warte auf den ersten Artikel, die Bekenntnisse des Jan Malte Metzelder. Ein schöner Name, ne? Mhm. Jan Malte, Christoph Jan Malte, die Nudeln sind fertig. Wie wäre es mit dieser Frau hier als Liebling des Monats? Das ist die Oberbürgermeisterin von Frankfurt, man nennt sie auch die Kette. Ja. Und das können wir jetzt mal klarstellen. Sie wurde Vize-Weltmeister. Ja, na, wer denn sonst? Ja, und hat, weil sie drauf steht, 50 Herren im selben Anzug zu sich auf den Balkon eingeladen und wurde dafür gestern von 200.000 Volltrunkenen stürmisch gefeiert. Unser Kamerateam war dabei. Schauen Sie.
Sie winkt. Ja. Und Janka. Janka hatte Verbot, das Hemd auszuziehen, hat sich zur Strafe die Sonnenbrille aufgesetzt. Schau mal, schon wieder, ich grüße euch. Hallo! Hallo! Und jetzt kommt gleich ihre Ansprache, wo man merkt, sie ist im Fußball zu Hause. Ja. Sie kennt die Spieler aus dem FF. Das Mikro, hallo, seid mal ruhig. Hallo. Frankfurt und Deutschland grüßt den Vize-Weltmeister, die Helden von Yokohama, die den Sport und Deutschland in die Spitze gespielt haben. Wir sind stolz auf euch. Wir sind stolz und glücklich mit dem Teamchef Rudi Völler und mit dem Wundertorwart Olf Kahn. Olf Kahn? Olf Kahn? Seien Sie nicht so hart. Ich finde ehrlich, wenn die Emotion so hoch, kann einem schon mal an so einem Tag der Name Oliver Kahn nicht einfallen, ja, oder? Den hat man ja selten gehört in den letzten Tagen und so. Also auch nicht, dass der mal auf einer Titelseite stand nein. Nee, also das kann passieren. Heißer Favorit. Was ist eigentlich mit diesem Herrn hier? Herr Edmilson. Das war eine sehr geile Art, ein bisschen Zeit zu schinden, oder? Ja. Sie haben es doch gesehen, hier. Ganz gesagt. Das hier lasse ich weg, das hier lasse ich weg, das hier auch weg. Die anderen haben keine Chance. Okay. So, meine Damen und Herren, Liebling des Monats, wer ist für Edmilson? Petra Roth. Rudi Völler? Der Liebling des Monats Juli. Als Nachfolger für die garantiert sauberen Bio-Eier. Der Mann, der den deutschen Fußball wieder in die Weltspitze gebracht hat. Rudi Völler, meine Damen und Herren. Wir haben Glück gehabt, meine Damen und Herren, zu Hause, wo immer Sie uns in Deutschland sehen können, hier auf dem Römer in Köln-Mülheim. Denn es ist zwar bewölkt, aber ich glaube, Sie alle sehen es, der Gesamtsieger ist auf dem Weg hierher, ist über die Kölner Zoobrücke gefahren, ist dann auf die A3 eingebogen, erst auf der rechten Spur gefahren, dann auf die linke, dann fuhr ganz kurz auf der mittleren Spur, das haben wir leider mit unseren Kameras nicht einfangen können, aber wird in wenigen Sekunden hier eintreffen. Tausende sind hier in Köln-Mülheim, Sie hören, die Stimmung ist fantastisch und zum Glück spielt das Wetter mit. Denn wenn es heute geregnet hätte, ich glaube, dann hätte ich gesagt, aha, Petrus ist Brasilianer. Er gönnt uns das nicht. 90 Leute haben getippt. Nach der Vorrunde konnten neue Tipps abgegeben werden. Der Weltmeister musste allerdings schon vor Beginn des kompletten Turniers getippt werden. Sie sehen unsere reizenden Hostessen Nina und Steffi. Ihnen kennen Sie alle, den langjährigen DFB-Ehrenplatzwart Manuel Andrek. Und das hier, meine Damen und Herren, ist ein Mann, der sonst im Hintergrund die Fans sieht. Unser lieber Freund, Redakteur und Ehrenpräsident von Sat.1, Josef Sepp Ballerstaller. Danke, Josef, dass du hier die Ehrung übernehmen wirst. So, dann würde ich sagen, schade, dass wir jetzt nicht noch einen Afrikaner oder einen Latino hier haben, mit dem ich mich streiten könnte, wem ich den Pokal gebe, so wie Un Corruptionos Los Plateros mit Pelé. Was mich immer gefragt habe, ist Pelé eigentlich impotent? Warum? Ja, wer geht doch immer in diesem leeren Stadion rum und sagt, ich würde mit meinem Arzt sprechen. Ja, hast du nie gesehen. Der macht doch dann nur Werbung für, der ist doch nicht selber impotent. Ja, wieso macht man nicht für was Werbung, was man selber ist? Ja, aber impotent und Erektionsstörung ist auch noch was anderes, oder? Hat Pelé nur, gut, das wollen wir nicht vertiefen, er war auf der anderen Seite war er dreimal Weltmeister, das reicht ja auch. Man kann nicht alles haben. Ja? Ich würde mit meinem Arzt sprechen. So, Herr Ballerstaller, das fangen wir jetzt an. Wir fangen an, es gibt wie viele neunte Plätze, Seppel? Drei neunte Plätze. Neunter Platz mit einem sensationellen Ergebnis, unsere Kollegin von der Aufnahmeleitung, Nicole! Der Ehrenpräsident gibt die Medaillen. Tolle Leute. Auch so wie Franz bei Roberto Paras. Das war super. Das war klasse. Danke.
Das war echt super. Wie bei Franz. So, ebenfalls 9. Platz, unser Kollege von der Bildtechnik oder Matztechnik? Bildtechnik. Bildtechnik, Markus. Dritter, 9. Platz, einer unserer großartigen Autoren, Christian. Jetzt kommt die beidhändige Schulter. Die Beine. Ich würde mit meinem Arzt sprechen. So, Platz 8, meine Damen und Herren, Schmitti! Wahnsinn, Schmitti. Sensationelle Leistung. Noch ein Platz 8? Nein, jetzt kommt schon Platz 5, meine Damen und Herren. Platz 7 will nicht. Ach so. Ja. Okay, dann nicht. Was machen wir dann? Dann nicht? Aber schon erwähnen, oder? Ja, Platz 7 will nicht. Sollen wir die Medaille zuwerfen? Ja, oder... Das wäre vielleicht zu hart. Wir können es ja an die Kamera dranhängen. Ja, okay. Ja, wir können. Platz 7, meine Damen und Herren, unsere Kollegin von der Kamera, Irene, will nicht. So, wen haben wir jetzt? Platz 5, unser Keyboarder und heute auch Ersatzschlagzeuger, Jürgen! Achtung jetzt. Ach, bitte entschuldigen. Jürgen, wir erinnern uns an 98. Platz 5 und es beginnt zu regnen, aber ich glaube, das tut der Stimmung hier keinen Abbruch. Oder? Ja. Laola, Platz 5, unser Kollege vom Licht, der zweimal auch, glaube ich, Tagessieger war und einmal sogar in der Gesamtwertung geführt war am Ende der Woche. Mario! Eine super Leistung, Mario. Der beidhändige Armschüttler mit Ellbogenberührung. Mario, super. Riesenleistung. Weiter so. Wahnsinn. Platz 4, unser Kollege war auch schon Tagessieger, glaube ich, zweimal. Archiv- und Musikredaktion Andreas. Große Leistung, wir sind schon dabei. So, jetzt wird es spannend. Kommen wir in die Geldränge. Jetzt kommen wir in die Geldränge. Wie viel Beträge sind insgesamt zu verteilen? Es waren insgesamt 445 Euro. Eine Riesenleistung, meine Damen und Herren. Ach so, haben wir alle selber einbezahlt. Ja, genau. Ja. So. Es gibt zwei zweite Plätze. Zwei zweite Plätze. Die bekommen je 25% der Gewinnsumme. Das sind 111,25 Euro. Genau. Und das ist ein schöner Betrag. Davon kann ich auch als DFB-Präsident mir richtig einen auf die Mütze gießen. So, wie viele Zweite haben wir? Zwei zweite Plätze. Der erste Zweite, unser großartiger Trompeter, meine Damen und Herren, Thomas Heberer. Sensationell, Thomas. Großartig. Wir hoffen, du bist in Portugal. Das ist auf den zweiten Platz, bitte. Ebenfalls zweiter Platz. Einer unserer Multitalente. Absolut. Studentische Hilfskraft, Kabelhilfe, Komödiant und Mann für gewisse Stunden, Volker Ecki Eckhardt. Wahnsinn, wir sind sehr stolz. Wir hoffen, du bist auch beim Sommerfest am Donnerstag in Hochform. Das Geld, Ecki, zweiter Platz. Und, meine Damen und Herren, es ist soweit. Platz 1. Ja. Und man kann sagen, damit hat keiner gerechnet. Oh nein. Umso stolzer sind wir, umso sensationeller ist das Ergebnis. Mit großem Vorsprung. Mit großem Vorsprung hat den Weltmeister Brasilien vor Beginn des Turniers richtig vorausgesagt. Hat mehrere, ich glaube 10 oder 12 Ergebnisse korrekt vorausgesagt. Heute hier mit neuen Zähnen der Gesamtsieger Helmut Zählitz! Soll Helmut hier hoch? Ja.
wie Cafu hier hoch. Wir helfen dir. Warte, nochmal zu. Hoch, 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 hoch. Ja, 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 ja.